Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Super Mario Maker. One level per day. So, Bowser Jr.'s Castle Heart von Ken. Einer hat es geschafft mit 11 Versuchen. Ob jetzt der eine 11 Versuche gebraucht hat, keine Ahnung. Das werden wir gleich feststellen. Wir spielen jetzt einfach mal das Level und schauen einfach mal, wie sich das Level so spielt. Ken mit Bowser Jr. Castle Heart. Wow. Ah, wie nett. Nein! Jetzt weiß ich, warum es hart ist. Hard life. Oh no, hard life. Ah, aber ein Checkpoint. Nee, das, oh, das ist ein Troll. Trolle sind doof. Troll ist doof. Troll ist doof. Wäre bei mir sofort unten durch. Sowas ist ein Ding, das darf man nicht machen. Ganz einfach. Das hat nichts mehr mit Hart zu tun. Das ist genauso ein Troll. Kann man sich nicht weiter drüber unterhalten. Unnötig. Wow. Das hat nichts mit hart zu tun. Das hat nur was mit unfair zu tun. So. Ach komm, ernsthaft? Nein! Das war dumm. Das war total dumm. Dumm, dümmer. Problem. So. Bäm, erledigt. So. Hä? Warum? Warum kann ich da nicht in die Röhre rein? Es sind mehr Trolls als alles andere, deswegen ist das so ein bisschen so. Unverständlich. Ach. Es sind wirklich unnötige Sachen hier in dem Level. Wenn ich da reingehe, bin ich eh tot. Muss ich mal gleich mal so realistisch vor Augen halten. Ich sehe hier gerade keinen Sinn dahinter, dass. So. Jo. Ach so, man muss erst gegen. Ah, das ist noch ein Checkpoint. Dafür wie blöd. Schön die Feuerblume kaputt machen. Ja. Bam. I don't understand it. Okay, Tür. Ja.
Das ist... Also qualitativ ist das Level wirklich nicht hochwertig. Aber gut. Kommt jetzt auf den Auge des Betrachters an, was es für ein Mensch war, der das gemacht hat. Oder was? Ja. Okay. Und damit der Röhre... hätte man auch schöner gestalten können. Aber es sind halt so kleine Feinheiten. Also, es war jetzt kein schlechtes Level oder sowas, aber es war halt jetzt auch nicht so, sag ich so... Boah, geil. Hammer. Aber trotzdem, Kent, da ist ein Stern. Ich bedanke mich ganz herzlich, freue mich weiterhin auf Level von euch. Und ganz wichtig, liebe Leute, wenn ihr mir die Level schickt, achtet auf die Großschreibung. Ich habe, ehrlich gesagt, klar, ich bin froh, wenn ich Level von euch bekomme. Aber gerade bei der Groß- und Kleinschreibung, achtet wirklich da drauf. Es ist wichtig. Das Minus ist mir egal, wenn ihr da wirklich keinen Bock habt, noch das Minus zu schreiben und den Originalpfad zu nehmen. Kein Ding, aber achtet wirklich auf die Groß- und Kleinschreibung. Denn dort können die meisten Fehler passieren. Wenn dann das Level nicht funktioniert, testet es nochmal gegen, guckt nochmal online nach eurer Level-ID. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschüss.